Guten Morgen und herzlich willkommen an der Universität Mannheim zu unserer Legal Tech Konferenz Anfang September. Jetzt hier an der Universität Mannheim seien Sie alle herzlich willkommen. Gerade diejenigen von Ihnen, die von außen kommen, freuen wir uns, dass Sie in so großer Zahl erschienen sind und dass Sie die Reise auf sich genommen haben, weil Sie das Thema Legal Tech bewegt. Mein Name ist Martin Fries, ich bin der Organisator dieser Veranstaltung und möchte am Beginn ein paar Gedanken äußern, wie wir auf dieses Thema gekommen sind, dass das vielleicht einen Nerv treffen könnte. Ich möchte am Ende auch noch ein paar formale Takte sagen dazu, wie diese Konferenz ablaufen wird. Sie haben gesehen, das Motto der Konferenz ist Zugang zum Recht durch Legal Tech, und da laufen eigentlich zwei juristische Problemfelder zusammen. Wir werden versuchen, das im Rahmen dieser Konferenz ein wenig auszuleuchten. Zunächst einmal Zugang zum Recht. Was ist darunter zu verstehen? Das ist eine Diskussion, die eigentlich aus den späten 70er Jahren kommt, also die jetzt schon 40 Jahre alt ist. Und damals gab es Veröffentlichungen zum Thema Zugang zur Justiz und Zugang zum Recht. Und es gab jemanden, der dieses Schlagwort noch gar nicht verwendet hat, aber der eigentlich die Grundlage dafür gelegt hat. Und das war Rolf Bender. Rolf Bender ist hier verwurzelt in Baden-Württemberg, deswegen ist gut, dass die Konferenz jetzt heute hier stattfindet. Er ist vor 10 Jahren verstorben. Er war Gerichtspräsident zuletzt in Stuttgart. Und er hat an vielen Stellen versucht, den Zivilprozess moderner zu machen. Und was er auch versucht hat, ist zu schauen, wie kann man überhaupt zum Zivilprozess kommen, wie kann ich als einfacher Otto-Normalverbraucher überhaupt dahin kommen, dass vielleicht mein Recht tatsächlich berücksichtigt wird und durchgesetzt wird. Und er hat in der Rabels-Z, die Juristen unter Ihnen, die Wissenschaftler, die wissen, was darunter zu verstehen ist, eine Zeitschrift, eine Archivzeitschrift aus dem internationalen Recht, da hat der Bender einen Aufsatz geschrieben im Jahr 1976, der eigentlich aus meiner Sicht so ein bisschen was wie der Anfang ist von der Frage nach dem Zugang zum Recht. Und er hat in diesem Aufsatz, den ich Ihnen alle ans Herz legen möchte, dass Sie da jedenfalls, wenn Sie ein bisschen wissenschaftliches Interesse haben, dass Sie da mal reinschauen, hat er ganz am Ende, stellt er eine Grafik. Ich habe Ihnen gesagt, der Rolf Bender hat einen Aufsatz veröffentlicht mit einer interessanten Grafik, die ich Ihnen hier mal in die Präsentation eingespielt habe. Das können Sie wahrscheinlich nicht lesen. Deswegen müssen Sie wahrscheinlich diesen Aufsatz vielleicht irgendwann mal nachlesen. Vielleicht stelle ich die Grafik auch mal online. Ich will Ihnen vielleicht grob sagen, was er damals herausgearbeitet hat. Da steht über dieser Grafik, je niedriger der Status der Partei dann in der Mitte steht, desto geringer die Chance, den Prozess zu gewinnen. Und andersrum unten steht, je höher der Status der Partei, desto größer die Chance, den Prozess zu gewinnen. Und Bender hat damals herausgearbeitet, wie es möglich ist, für jemanden, der ein Unternehmer ist, der gut vernetzt ist, der Geld hat, die Chancen auch vor Gericht ganz in seinem eigenen Sinne zu beeinflussen. Zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen, indem er Fachpublikationen beeinflusst. Er schickt Leute los, die in seinem Sinne publizieren oder in seinem Sinne Rechtsprechung veröffentlichen. Alles eine Möglichkeit, die vielleicht auf der anderen Seite jemand, der Verbraucher ist, der sich nur für seinen eigenen Fall interessiert, der, wie wir sagen, einmal Prozessierer ist, eine Möglichkeit, die der nicht hat. Das ist ein Beispiel, diese Grafik ist voll von Beispielen und wie gesagt, aus meiner Sicht hat sie so in gewisser Weise den Grundstein gelegt für diese Diskussion. Wie können wir es jemandem, der im Benderschen Sinne von seinem Status her niedrig ist, der vielleicht nur einmal in seinem ganzen Leben ein Rechtsproblem hat, wie können wir dem helfen, dass auch er zu seinem Recht kommt? Diese Diskussion wurde dann bald belegt mit diesem Schlagwort Zugang zum Recht oder Access to Justice. Das ist ein Schlagwort, das geprägt worden ist eigentlich aus dem italienischen Raum von einer italienischen Universität, von einem Professor, der Name Mauro Capelletti, sehen Sie hier auf diesem Buch, das ist eine mehrbändige Veröffentlichung, die in den späten 70ern rausgekommen ist, und der hat zum ersten Mal dieses ganze Feld untersucht und hat sich gefragt, wie können wir das einfacher machen. Das Thema Zugang zum Recht, Zugang zur Justiz ist dann lange Zeit in Vergessenheit geraten. Man sieht es dann wieder in Dokumenten der Europäischen Union in den letzten Jahren, dass das als Motivationspunkt aufkommt. Man will Verbrauchern ermöglichen, dass sie nicht nur materielle Rechte haben, es sind viele Verbraucherrechte europäisch eingeführt worden, sondern sie sollen auch Instrumente zur Hand haben, um diese Rechte durchzusetzen.
Da ist vieles versucht worden. Wir werden uns im zweiten Block dieser Konferenz mit einigen dieser Mechanismen, die in den letzten Jahren gekommen sind, auch noch beschäftigen. Allerdings gibt es Kritiker, die sagen, das reicht vielleicht nicht, was da gekommen ist. Die EU hat viele gute Versuche gemacht, aber so richtig schlagkräftig ist das nicht geworden. Und mein Eindruck ist der, dass schlagkräftig das geworden ist in den letzten Jahren dadurch, dass wir neue Technologien haben, die auf einmal Dinge möglich machen, die vorher noch nicht denkbar waren. Und da kommt der zweite Überbegriff dieser Konferenz mit rein, Legal Tech. Die meisten von Ihnen, wenn Sie sich zu dieser Veranstaltung angemeldet haben, weil Sie bereits wissen, was Legal Tech ist oder eine Vorstellung davon haben. Gleichzeitig sind auch viele vielleicht unter uns, die das zum ersten Mal gehört haben, die einfach nur sagen, Digitalisierung ist ein Thema, das mich umtreibt, nicht nur, weil ich es auf Wahlplakaten gelesen habe, sondern vielleicht auch, weil ich irgendwie ein Gefühl dafür habe, dass sich da vieles in der nächsten Zeit ändern wird. Deswegen vielleicht ein ganz kurzer Abriss, was unter Legal Tech zu verstehen ist. Eigentlich kann man sagen, der Computer hilft uns Juristen auf die Sprünge oder macht unsere juristische Arbeit einfacher. Man kann alle juristischen Prozesse von der Wiege bis zur Bahre im Grunde genommen versuchen, technologisch zu durchdenken und technologisch zu erleichtern. Es geht natürlich, wenn man jetzt mal von hinten anfängt mit dem Zivilprozess, die Zivilprozessordnung und die Rechtsanwaltsordnungen beginnen sich gerade umzustellen auf den elektronischen Rechtsverkehr. Das soll also auch durch Technologie einfacher werden. Aber dabei bleibt es nicht stehen, sondern es setzt schon früher an, Legal Tech. Früher heißt zum einen in der außergerichtlichen Rechtsdienstleistung und der außergerichtlichen Streitbeilegung, da gab es entsprechende Rechtsakte der Europäischen Union in den letzten Jahren, von denen wir auch im zweiten Block dieser Konferenz noch hören werden. Aber noch früher in der anwaltlichen Rechtsdienstleistung und vielleicht sogar auch in der Rechtserkenntnis ohne Hinzuziehung eines Anwalts, da spielt auch die Technologie rein. Nämlich, indem sie Anwälten die Arbeit leichter macht, Anwälten vielleicht die Möglichkeit gibt, mehr Mandanten auf einmal zu bedienen und dadurch sogenannte Skaleneffekte, würden die Ökonomen sagen, zu erzielen. Und vielleicht ist am Horizont vielleicht sogar schon so etwas wie ein Subsumptionsautomat, das vielleicht es möglich ist, einfache Rechtsfragen zumindest vorläufig, vielleicht sogar online, durch einen Automaten, durch irgendwie so einen Abfragemechanismus zu beantworten, ohne dass ein Rechtsanwalt beteiligt ist oder was den Rechtsanwalt vielleicht darauf zurückdrängen könnte, dass er nur das Tool irgendwann mal programmiert und dann ein Mandant oder jemand, der auf der Rechtssuche ist, sich nur noch mit dem Tool auseinandersetzt und quasi von sich aus zur Rechtsdurchsetzung gelangen kann. Das ist der große Lösungsraum der Technologie, der in den letzten Jahren ganz stark im Kommen war und der heute immer noch weiter fortentwickelt wird. Wir werden im Rahmen dieser Veranstaltung uns in einem ersten Block anschauen, was läuft da eigentlich im Moment. Wir haben drei Unternehmer hier, drei Gründer, die große Unternehmen inzwischen gegründet haben, die da federführend sind bei der Durchsetzung von geringwertigen Forderungen. Wir werden uns dann in einem zweiten Block anschauen, was gibt es eigentlich für ein Instrumentarium jenseits dessen, was wir schon gesehen haben, Stichwort Schlichtung, Stichwort kollektiver Rechtsschutz und so weiter. Und im dritten Block werden wir uns mit den sogenannten Smart Contracts auseinandersetzen. Das sind Verträge, die sagen, vielleicht brauchen wir irgendwann mal gar keine Anwälte mehr, sondern der Vertrag, der weiß, wenn irgendwas schiefgelaufen ist und der Vertrag selbst ergreift eine entsprechende Maßnahme dagegen. Das ganze Thema erhält gerade in den letzten Tagen und Wochen fast schon ungewollten Auftrieb, also sie sind nicht von ungefähr so viele hier, ich musste einigen leider sogar absagen für diese Konferenz, weil wir sehen konnten, dass dieser Raum dann sonst überfüllt sein würde, durch zwei Entwicklungen. Zum einen Stichwort Dieselgate. Wir werden gleich im ersten Vortrag auch etwas da zur Rechtsdurchsetzung hören. Sie haben alle genügend gelesen vom Abgasskandal. Sie merken, dass in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen die Suche ist, welche Möglichkeiten gibt es da, vielleicht auch als Einzelner meine Rechte durchzusetzen. Das wird intensiv diskutiert und da werden wir das kann ich Ihnen, glaube ich, versprechen, einen sehr interessanten Beitrag dazu leisten können. Und der andere aktuelle Punkt ist etwas, was jetzt mal wieder aus dem Bundesjustizministerium angestoßen wurde, nämlich Stichwort kollektiver Rechtsschutz. Damit werden wir uns insbesondere im zweiten Block dieser Veranstaltung beschäftigen. Kollektiver Rechtsschutz heißt, wenn ich es jetzt mal versuche, platt und etwas verkürzt zu sagen, Sammelklage. Also wir sammeln geringwertige Ansprüche
vielleicht zu Tausenden und setzen sie dann gegen einen Unternehmer durch. Also was Sie eben gesehen haben, was die Uni Potsdam formuliert hat als David gegen Goliath, wir wollen irgendwie den kleinen David stark machen und vielleicht machen wir ihn dadurch stark, dass wir viele kleine Davids zusammensuchen und versuchen, sie in der Gruppe stark zu machen. Da gab es viele Gesetzgebungsvorschläge schon in den letzten Jahren und zum Ende der Legislaturperiode wird das nochmal aus dem Justizministerium gepusht, weil die sagen, das ist uns so wichtig und selbst wenn wir das jetzt in diesem Jahr nicht mehr durchkriegen, dann soll es in der nächsten Legislaturperiode doch laufen. Und gegen dieses Instrument des kollektiven Rechtsschutzes, was da vorgesehen ist, Musterfeststellungsklage, das werden wir uns nachher genau anschauen, da gibt es manches für und wider und auch das ist deswegen sehr, sehr aktuell. Auch das kann man sogar anwenden auf den Abgasskandal, da kommt dann beides wieder zusammen. Und das ist ein Grund, weswegen diese Themen vielleicht noch aktueller sind, als sie ohnehin schon waren, als wir diese Konferenz geplant haben.